Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Weihnachtstag wünsche ich euch. Ich bin auf euch heute zugekommen, weil es mir ein Anliegen war, ein Bedürfnis. Ich glaube, viele von uns verrennen sich in Ansichten. Viele verlieren Respekt. Viele verlieren Respekt dem Gegenüber. Und ich werde diese Karten mischen. Diese Karten mischen und dann werde ich ganz einfach von oben nacheinander werde ich 7, 8, 9, 10 Karten, was auch immer, werde ich nehmen, werde ich ziehen, einfach zu sehen, was uns, der liebe Gott, die göttliche Führung, die Energie momentan mitteilen möchte. Denn ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir hier einfach den Respekt verlieren. Nicht böse gemeint, nicht wertend gemeint. Ihr kennt mich, ich bin offen, ich bin ehrlich, ich bin authentisch. Ich sage immer Dinge so, wie sie sind. Ich sage Dinge immer offen und ehrlich, weil es mir sehr am Herzen liegt. Ich kenne es nur aus meinem eigenen früheren Leben als Geschäftsführer. Ich habe ja Firmen aufgebaut. Viele wissen ja mein Lebenslauf mehr oder weniger. Ich hatte auch Firmen, da hatte ich 400 Mitarbeiter. Ich habe aber nie eine Firma diktatorisch geführt. Ich habe auch nie meine Macht ausgenutzt, sondern meine Tür war immer offen. Für jeden. Egal, ob es der Fabrikarbeiter war, ob es die Putzfrau war, was auch immer. Jeder für mich war ein Teil meiner Gemeinschaft, um ein Ziel zu erreichen, um auch das Monatsergebnis zu erreichen. Aber habe trotz alledem jeden mit Respekt behandelt und habe auch die Menschen so genommen und habe nie kategorisiert, habe nie eingeteilt. Und warum ich das jetzt heute hier mache, ist eigentlich, weil ich viele Kommentare gesehen habe zu Ullis Video vor 2 Tagen, wie anmaßend viele von uns allen sind und wie schlimm sich die Gesellschaft entwickelt hat. Es geht nicht nur um, du bist geimpft, du bist nicht geimpft, um Gottes Willen. Du bist vielleicht ein Mörder. Um Gottes Willen, solche Sachen überhaupt zu denken, zu sagen, ja, ist anmaßend. Der liebe Gott, der weiß genau, was er tut. Und der liebe Gott würde niemals kategorisieren. Für den lieben Gott, es ist völlig egal, ob du geimpft oder nicht geimpft bist.
denn er liebt jeden. Alle von uns. Nur wir Menschen, wir sind anmaßend. Wir erzeugen genau das, was jetzt hier passiert. Das sind wir. Das ist nicht der liebe Gott. Das ist niemand anders. Wir sind genau das, was die Gesellschaft spaltet. Und das finde ich nicht mehr okay. Und das mag ich auch nicht. Ich mag es nicht. Denn jeder für mich ist Teil dieser Gesellschaft. Und jeder hat Rechte. Und jeder hat sein eigenes Recht. Und jeder darf dieses Recht leben, ausleben, wie er es für sich für richtig hält. Solange er niemanden gefährdet. Und es gefährdet momentan niemanden. Und ich finde es Wahnsinn, wie in 2 Jahren, ja, wir reden hier von 2 Jahren, eine Politik, eine Gesellschaft gespalten hat, Freunde gespalten hat, Familien gespalten hat, Partner gespalten hat. Und das ist nicht mehr okay. Und ich glaube, wir alle, wir sollten eigentlich aus dieser Situation und aus diesen 2 Jahren lernen. Einfach den Gegenüber zu respektieren und zu akzeptieren. Auch seine Entscheidung zu akzeptieren. So, ich bin gespannt. Wir decken die erste Karte auf und dann gehen wir nach unten und wir sehen. Und ich gebe euch das weiter, was ich empfange, was ich auch momentan zu dieser Karte fühle. Wir nehmen die ja. Wir reden oder ich rede über die göttliche Führung. Die göttliche Führung fällt. Meine Lieben, was soll ich euch dazu sagen? Es ist heute Weihnachten. Es ist ein Tag der Besinnlichkeit. Es ist ein Tag der Innenschau. Es ist ein Tag des Friedens, der Freude, des Zusammenhalts. Warum fällt die göttliche Führung hier? Warum? Fragt euch das. Auch, dass wir selbst mal unsere Aufgaben annehmen, uns selbst auch reflektieren. Was tun wir momentan hier? Sind wir gerecht oder sind wir eigennützig? Ich glaube, wir sind nicht mehr gerecht. Und das ist aber unsere Aufgabe, es anzuschauen. Und ich weiß es, viele wollen es vielleicht nicht hören, viele wollen es auch nicht annehmen, weil sie zu sehr in der Angst leben. Um Gottes Willen, was könnte passieren? Was passiert? Du machst heute den Fernseher an, es ist nichts mehr so, wie es einmal war. Es gibt kein anderes Thema mehr wie Corona. Ich bring's auf den Punkt. Corona. Nein. Es gibt auch noch was anderes. Es gibt noch viele schöne Dinge. Nur wir wollen sie nicht mehr sehen. Wir wollen sie auch nicht mehr hören. Weil es uns suggeriert wird. Es wird uns suggeriert. Jeden Tag. Mehrfach. Schlag eine Zeitung auf. Schlag ein Magazin auf. Mach den Fernseher an. Kommt nichts mehr anderes. Verstehen wir das? Wollen wir auch das? Ich glaube nicht. Denn nicht umsonst liegt wieder hier, wie so oft, das Kreuz, die göttliche Führung.
der liebe Gott und all seine Helfer möchten uns hier etwas mitteilen. Gnade walten lassen, Verständnis walten lassen, Zuversicht, Mitgefühl dem anderen gegenüber und natürlich Respekt. Die Maske. Tragen wir alle nicht eine Maske? Tragen wir sie nicht? Verstecken wir nicht alle vielleicht etwas hinter einer Maske? Warum ist die Maske gefallen? Unter das Kreuz. Warum? Weil die göttliche Führung darauf hinweisen möchte, dass wir alle Masken tragen. Dass wir nicht mehr wir selbst sind. Dass wir nicht mehr die liebevollen Nachbarn sind, dass wir nicht mehr die liebevollen Freunde sind, die liebevollen Familienmitglieder, weil uns suggeriert wird, wenn du das bist, aus welchen Gründen auch immer, bist du nicht mehr gut. Diese Maske, die dürfen wir langsam ablegen. Wir dürfen diese Maske ablegen und wieder wir selbst sein. Selbst entscheiden, nicht die Entscheidung jemanden anders überlassen. Wir sollen für uns entscheiden. Legt endlich diese Maske ab. Seid wieder authentisch. Habt wieder Freude am Leben. Wer hat denn heute noch Freude am Leben? Wie wenig Menschen haben Freude am Leben, weil die Angst ihr Leben bestimmt? Wie weit sollte das noch gehen? Genau. Wegen den Nachrichten. Wir warten doch jeden Tag drauf, dass Nachrichten kommen. Wir warten doch jeden Tag drauf, um zu sehen, wie viele sind denn wieder infiziert, wie viele hat es denn wieder erwischt. Aber wartet einer von euch auf positive Nachrichten? Wartet einer von euch auf Nachrichten, die endlich mal wieder die Wahrheit ans Licht bringen? Die Wahrheit über uns selbst, uns reflektieren, uns wieder zu sehen. Wer sieht sich denn heute noch? Wer denn? Ich weiß, viele werden jetzt urteilen. Mein Gott, Micha, wie kannst du dich aus dem Fenster lehnen? Mein Gott, Micha, wie kannst du dieses Thema nur so thematisieren? Was nimmst du dir heraus? Ja, ich nehme es mir heraus, weil ich einfach euch Mut machen möchte. Ich möchte euch Mut machen, zu euch zu stehen, euch wieder zu sehen, euch wieder zu erkennen. Ich möchte jeden bitten, nicht über andere Menschen zu urteilen, sondern erst sich sehen. Was hat denn das Ganze ausgelöst? Warum bin ich denn so zu meinen Liebsten, zu meinen Nachbarn, zu meinen Freunden? Warum bin ich denn so geworden? Nicht mehr hinter der Maske verstecken. Der Schlüssel. Genau, das ist der Schlüssel dafür.
Das ist der Schlüssel dafür. Seh dich wieder selbst. Seh dich, seh nicht die anderen. Die Zeit, und da kann ich euch wirklich eins mitteilen. Die Zeit wird zeigen, wie verrannt wir uns haben in vielen Dingen, in vielen Lebenslagen. Die Zeit wird auch zeigen, wie sehr wir Mitmenschen Unrecht getan haben. Die Blumen. Wer sieht sich denn noch als etwas Besonderes? Nicht als etwas Besonderes, um zu urteilen. Als etwas Besonderes, so wie er einmal war. So wie er einmal war. Als verständnisvoller, respektvoller Mensch. Haben wir denn das verloren? Haben wir denn verloren, auch unseren Gegenüber als Geschenk zu sehen, als etwas Besonderes? Sind wir es denn nicht wert, das Herz, die Liebe nicht nur zu uns selbst, sondern auch die Liebe zu unseren Mitmenschen, zu allen Menschen, zu allen, auch die Liebe hat viel mit Respekt zu tun. Die Lupe. Sollten wir uns das nicht wieder anschauen? Sollten wir uns das nicht wieder anschauen? Uns gegenseitig zu lieben und zu respektieren, anstelle von zu urteilen? Wir. Hier, die erste Karte ist die göttliche Führung. Das sind die Karten, was uns die göttliche Führung hier auf unseren Weg mitgibt. Vergrößert das Ganze mal. Schaut euch mal alles an. Ich eingenommen. Ich schließe mich da nicht aus. Um Gottes Willen. Nur ich möchte nicht urteilen. Ich möchte nicht urteilen über Menschen, die ihre Gründe für gewisse Dinge haben. Das steht mir nicht zu. Das steht nur einem Menschen zu. Entschuldigt bitte. Wenn man den lieben Gott als Menschen betrachten möchte. Aber das steht nur einem zu. Und das ist der liebe Gott. Und nicht mal der liebe Gott würde es tun. Nicht mal der liebe Gott würde urteilen. Nein, er würde es nicht tun. Weil er jeden Menschen liebt. Der Sarg. Genau. Das ist es. Nachdem wir es anschauen, nachdem wir es respektieren, können wir uns wieder transformieren. Und wir können wieder liebevoll werden. Wir können wieder respektvoll werden. Wir können uns wieder umarmen. Und wir können uns auch wieder in die Augen schauen. Ja,
meine Lieben. Ich glaube, das war genug. Ich möchte eins nicht, ich möchte keinen Shitstorm. Ich möchte nicht hier eine riesige Debatte. Es ist meine persönliche Meinung, zu der stehe ich. Es sind Karten gefallen, die ich nach der Energie hier versucht habe zu erklären, was ich auch glaube, was die göttliche Führung sehr gerne mitteilen möchte, denn wir sind alle gleich vor dem lieben Gott. Wir sind alle gleich, egal ob wir grün, schwarz, gelb, rot, was auch immer sind. Egal ob wir behindert sind, ob wir normal sind, ob wir Frau, Mann, Kind, schwul, lesbisch oder sonst was sind. Wir sind alle gleich und wir werden vom lieben Gott alle gleich geliebt. Nur wir Menschen maßen uns an, ja, urteilen zu können. Das sind nur wir Menschen. Und das meine ich damit, dass wir damit aufhören sollen. Dass wir uns wieder respektieren und lieben und akzeptieren. Ja, wir hören uns heute Abend zu unserem Tischgespräch oder Küchentisch. Wir schauen mal, ob wir es in der Küche machen oder hier. Und bis dahin natürlich besinnliche, schöne Weihnachten und lasst euch gut gehen. Euer Micha. Tschüss.